Ich habe heute eine Frage beantwortet, die ich als Anlass dazu nehmen möchte, meine bisher doch recht stiefmütterlich behandelte Videoserie zu Citavi weiterzuführen. Die Frage war, wie bekomme ich denn eigentlich den Text, die Textausschnitte, die Textschnipsel, die ich in Citavi gesammelt habe, dann irgendwann in meine Textverarbeitung rein? Wie schreibe ich denn konkret meine Arbeit mit Citavi? Wenn man längere Zeit mit Citavi gearbeitet hat, wird man unter dem Programmteil Wissen ja ein Kategoriensystem zusammengebastelt haben, das dann mehr oder weniger komplex ist. Und innerhalb dieses Kategoriensystems werden sich diverse Zitate, direkte, indirekte Zitate oder Kommentare finden, die im entsprechenden Kapitel einer Arbeit dann verarbeitet werden sollen. Wie bekomme ich jetzt diese einzelnen Stücke zu einer vernünftigen Arbeit zusammen? Ich hatte bereits im ersten Video der Serie gesagt, dass ich lediglich zeigen kann, wie ich pflege, Citavi zu verwenden. Ob mein Weg für euch auch der richtige ist und auch funktioniert, das müsst ihr selbst entscheiden. Ich würde, wenn ich jetzt beispielsweise das Methodikkapitel meiner Arbeit verfassen möchte, wie folgt vorgehen. Ich gehe im Programmteil Wissen an die Schublade Methodik ran und mache die erstmal auf. Ich sehe dann hier verschiedene Zitate unterschiedlicher Art und die würde ich nacheinander nochmals durchschauen. Ich würde also gucken, was da drin steht. Ich würde mir Gedanken machen, in welchem Zusammenhang steht das alles zueinander, welche Reihenfolge lässt sich hier vielleicht erkennen. Und dann würde ich die nach oben und nach unten Schaltflächen oder eben den Shortcut Steuerung nach oben und Steuerung nach unten verwenden, um ein System hier zu etablieren. Das heißt, ich möchte diese Zitate so anordnen, dass es auch einen vernünftigen Sinn gibt, so dass ich mir vorstellen kann, hier oben beginnt das Kapitel, dann kommen diese einzelnen Textschnipsel und dann ist das Kapitel zu Ende. Nachdem ich so hier dann eine richtige oder vernünftige Reihenfolge zusammengeschoben habe, starte ich den Citavi-Publikationsassistenten. Das funktioniert über Zitation, Publikationsassistent oder auch über die Taste F7. Der Zitationsassistent wird uns helfen, die Inhalte aus Citavi in unsere Textverarbeitung einzufügen. Ich sehe gerade, meine Standardtextverarbeitung steht derzeit noch auf TechMaker. Ich ändere das nochmal, eben weil die meisten von euch ja Word verwenden werden. Ich gehe dazu auf Extras. Optionen und hier habe ich dann gleich unter der Registerkarte allgemein die Optionen für den Publikationsassistenten. Hier sollte als Standardtextverarbeitung wohl Word angewählt sein und anschließend starte ich nochmal mit F7 den Publikationsassistenten und anschließend kann ich mir meine Textverarbeitung herholen und jetzt könnte ich, wie man hier sieht, auch noch diese Taste bedienen, die aussieht, den Button bedienen, der aussieht wie eine Stecknadel. Das mache ich mal, dann bleibt nämlich der Publikationsassistent ständig im Vordergrund. Auch wenn ich jetzt also hier in Word reinklicke oder was und anfange zu schreiben, bleibt der Publikationsassistent immer im Vordergrund sichtbar. Und hier könnte ich also das Methodikkapitel, weil ich es ja gerade schreiben möchte, anwählen. Und hier haben wir dann jetzt die Zitate und Textschnipsel in der Reihenfolge, die wir uns vorhin ausgedacht haben. Und jetzt könnte ich hergehen und könnte also anfangen, einleitende Gedanken zu meinem Methodikkapitel zu schreiben. Also könnte das zum Beispiel so aussehen. Eine Überschrift und dann fange ich an zu schreiben und dann habe ich jetzt dieses Zitat, was vielleicht gerade passend erscheint und das kann ich dann einfach hier über den Publikationsassistenten in Word einfügen. Auch hier gibt es wieder
ein Tastenkürzel, wenn man das lieber mag. Dass jetzt hier unterschiedliche Schriftarten erscheinen, das soll euch nicht stören. Und wir schauen uns lieber an, wie das weitergeht mit unserem Methodikkapitel. Ich schaue also weiterhin hier durch und füge Inhalte, die mir passend erscheinen, einfach ein. So, ich kann immer dazwischen, wie gesagt, auch in Word meinen Text weiterführen und weiterschreiben. Und wenn ich dann mal so hier eine Seite in Word zusammen gemacht habe, dann soll das an dieser Stelle erstmal genügen. Jetzt werdet ihr wahrscheinlich schon zur Kenntnis genommen haben, dass Citavi hier so komische Sachen macht. Das fängt nämlich immer hier der Literaturverweis mit einer geschweiften Klammer an und hört mit einer geschweiften Klammer auf. Und dann habe ich hier nach jedem Zitat auch noch so komische Rauten mit irgendeiner Zahl dahinter. Das, und wer jetzt erschrocken ist, der muss nicht mehr erschrocken sein und kann sich beruhigen, dass es nicht der Text, wie er letztlich aussehen wird. Die geschweifte Klammer ist lediglich ein Zeichen für Citavi, dass hier ein Quellenverweis angefügt wird, und die Raute mit der Zahl dahinter, das ist die sogenannte Laufnummer, und die identifiziert ein solches Zitat eindeutig in meiner Citavi-Datei. Was ich jetzt noch machen muss, um hier ordentliche Literaturverweise hinzubekommen, ist, ich muss einmal meinen Text hier speichern. Und ich speichere den einfach mal unter dem Titel Test-Text. Und wenn ich das gemacht habe, sehe ich hier oben auch gleich, hat sich das geändert. Dann könnte ich jetzt mal meine Textverarbeitung schließen, und auch aus dem Publikationsassistenten gehe ich wieder raus. Und dann gehe ich wieder auf Zitation, und dann muss ich die Publikation nämlich noch formatieren. Dazu wähle ich das Dokument aus, das ich gerade angelegt habe, mit dem Titel Testtext. Testtext, das öffne ich, und das wird jetzt hier in Citavi eingelesen. Und wenn alles normal und ohne Probleme funktioniert, komme ich jetzt hier unter der linken Spalte Titelplatzhalter gleich überall grüne Häkchen, und ich kann auch sehen, welche Publikationen hier erschienen sind. Und dann könnte ich sagen, ich möchte diese Publikation jetzt formatieren. Wenn ich das tue, sehe ich hier unter Dateinamen noch, dass meine Datei jetzt nicht mehr nur einfach Testtext heißt, sondern sie heißt Testtext und anschließend der Name des Zitationsstils, den ich verwendet habe. Das ist ganz angenehm, denn das identifiziert das Dokument jetzt eindeutig. Wenn ich dieses Dokument jetzt öffne, sehen wir, die geschweiften Klammern sind verschwunden und auch diese komischen Zahlen mit der Raute, mit der Laufnummer, die sind verschwunden. Und hier habe ich überall vernünftige Quellenangaben. Und das ist jetzt, wie gesagt, der Citavi-Basisstil. Und was wir auch gleich bekommen haben, ist das Literaturverzeichnis. Das heißt, alle Publikationen, die ich jetzt da oben zitiert habe in meinem Text, alle Publikationen, die mit so einer geschweiften Klammer und einer Laufnummer versehen waren, die erscheinen jetzt hier auch im Literaturverzeichnis. Und auch das ist gemäß den Vorgaben des Citavi-Basisstils ordentlich formatiert. Nur um es noch kurz zu zeigen, ich könnte unter Zitation auch einen anderen Zitationsstil auswählen, zum Beispiel den Zitationsstil der MLA. Ich könnte dann genauso gut meine Datei Testtext nochmals durch diesen Publikation formatieren, durch diese Schleife schicken. Jetzt wird also die Formatierung der MLA angewandt.
Und wenn ich dann das Dokument anschaue, sehe ich, das sieht ein bisschen anders aus, als es gerade noch ausgesehen hat. Und auch das Literaturverzeichnis ist jetzt gemäß den Vorgaben der MLA gestaltet. Ja, so kann das funktionieren.